Lesungen zum Ukraine-Krieg. 1. Ein guter Krieger ist stets mutig und dem Weg der Samurai und der Kampfkünste tief ergeben. Er versucht, nicht ins Stolpern zu kommen, was auch immer passiert, respektiert seinen Vorgesetzten, hat Mitempfinden mit seiner Frau und seinen Kindern und mit Jung und Alt auf der ganzen Welt, denn er zieht in seinem menschlichen und liebenden Herzen den Frieden vor. Wenn dazu noch Männer kommen, die in unerwarteten Notfällen sich selbst und ihr Zuhause vergessen und große Taten begehen und militärischen Erfolg erringen, selbst wenn sie ungebildet sind, dann können wir sie Ritter des Weges nennen. Ritter des Weges von Kultur und Waffen. Es heißt, verborgener Mut sei der beste. Doch selbst eine feine Klinge könnte versagen, wenn man sie auf die Probe stellt. Die relative Stärke kriegerischen Mutes ist offenbar genauso. Es muss so etwas wie verborgenen Mut geben, doch manche meinen, er stecke nur in einem Menschen von 100, während die meisten so sind, wie sie erscheinen. Ob ein Schwert schneidet oder nicht, kann man tatsächlich an der Klinge erkennen. In alten Zeiten konnten die Krieger nur selten Schwerter ausprobieren, darum sollen sie ihre Klingen nur durch eigenen Augenschein ausgewählt haben. Wenn wir dies ebenfalls erlernen, wird auch uns eine solch treffende Einschätzung gelingen. Eine Klinge, die wohltemperiert wurde und glänzt, als habe sie eine Seele, wird auch schneiden. Doch eine harte, seelenlose Klinge, die nur wohltemperiert wirkt, ist nur schwach und stumpf und wird nicht schneiden. Wenn man diese guten und schlechten Eigenschaften zu erkennen lernt, werden sie offensichtlich. Es gibt auch unergründliche Klingen. Einige wirken stumpf, sind es aber nicht. Ihre Schärfe und feine Mischung sind unsichtbar, wie ein bewölkter Himmel oder die Tiefen eines Teichs. Verborgener Mut ist wie solche außerordentlichen Waffen. Alle Samurai sollten kriegerischen Mut haben, alle Schwerter schneiden können. Griff und Scheide eines Schwertes sind mit Gold- und Silberfäden verziert. Das Schwert wird weder zu früh noch zu spät gezogen. Das Kriegerdasein sollte prinzipiell von Kultur durchdrungen sein. Es hilft dem Mut, wenn er in Menschlichkeit gebettet ist und in liebevolles und freundliches Alltagsverhalten. Schnell mit dem Schwert zur Hand zu sein, ist keine natürliche Fähigkeit. Das Unglück ist da stets nahe. Wenn deine Tapferkeit noch wie die Schnelligkeit eines Kurzschwertes ist, solltest du beide angemessen bedecken. Wer sich seines Mutes und seiner Stärke rühmt, wird häufig verletzt. Wenn man sich auf seine Güte beruft, verliert man sie, ebenso wie Fähigkeiten, mit denen man angibt. Dies ist eine alte Erkenntnis. Wer seinen Mut zur Schau stellt, wird von anderen gehasst, sodass er, selbst wenn er etwas erreicht, kein Lob erntet, sondern Ignoranz. Es heißt, dass weder Gutgelaunte noch Bösartige fürs Schlachtfeld taugen. Die Hinterlistigen sollen in der Schlacht langsam sein. Man fragt sich, ob es einen Weg gibt, Stärke und Schwäche zu bestimmen. Wer von direkter Natur ist, soll für die Schlacht taugen. Sie ist für Krieger so normal wie das Bestellen des Ackers für einen Bauern. Krieger halten es für am besten, im Alltagsleben anständig, gerecht und vernünftig zu sein. Man sollte ihnen nicht bloß aufgrund ihrer Leistungen auf dem Schlachtfeld hohe Gehälter zahlen oder sie befördern. Ein Drache
ist eine Kreatur mit höchster positiver Energie, sodass er sogar ohne Flügel am Himmel dahin ziehen kann. Dennoch rollt er sich meist in den stillsten Gewässern zusammen. Auf die gleiche Art kultiviert sich fortwährend ein Mann mit dem Herzen wahren kriegerischen Mutes.